Von mir gibt es heute kein normales Video, wie ihr es gewohnt seid, da ich die letzte Woche einen Stromausfall hatte. Ich hatte keinen Strom mehr für 4 Tage. Es war mega scheiße und zwar nur, weil ich zu dumm und zu faul war, meine Rechnung zu bezahlen. Da hatte ich dann den Scheiß. Zahlt lieber eure Stromrechnung, sonst seid ihr nämlich ziemlich am Arsch, ey. Auf jeden Fall wollte ich mich da nicht abschrecken lassen und dachte, ich drehe trotzdem irgendwie ein Video im Dunkeln. Und zwar einfach ein Aufklärungsvideo mit meinem Handy, was dann zum Scheitern verurteilt war, weil zum Hochladen braucht man was? Internet. Und was braucht der Router? Genau, Strom. Dann dachte ich mir, ja, scheiß doch drauf, dann lad's halt einfach so mit deinem Handy hoch. Aber wisst ihr was? Das verbraucht viel zu viel Datenvolumen. Aber ich zeige euch mal das Video, das ich mit dem Handy aufgenommen habe. Nichts Spezielles oder so. Nimm das jetzt schon auf. Brauch Licht, halt. Was ist das für eine Scheiße? Ja, mega kack. Aufkurbelbare Taschenlampe. Hier. Perl. So, wie mache ich das jetzt? Ich leuchte mich so an. Hallo. Ja. Ich sitze jetzt hier und leuchte mich gerade an, im Dunkeln, mit der Taschenlampe und nehme mit meinem Handy auf, weil ich keinen Strom mehr habe. Ich, Vollhorst, habe vergessen, meine Stromrechnung zu bezahlen. Und das habe ich jetzt davon. Wie so ein Vollsteher, Mann. Ich habe morgen oder sowas hoffentlich wieder Strom, ich hoffe es mal. Deswegen konnte ich auch übrigens keine Let's Plays hochladen, weil der Computer braucht überraschenderweise Strom. Und den habe ich ja nicht. Ein Kühlschrank und ein Gefrierfach braucht übrigens auch Strom und deswegen schmilzt mein Essen einen Bach runter. Oh Mann, ey, eigentlich dürfte ich darüber gar nicht lachen, weil das echt scheiße teuer ist, aber naja. Das meiste von meinem Essen ist Gott sei Dank beim Roten beherbergt. Nochmal danke, Roter. Und ja, ich habe keinen Kühlschrank, keinen Fernseher, kein Wecker mehr, kein... Mein PC funktioniert nicht, gar nichts funktioniert mehr. Ich brauche unbedingt wieder Strom. Ich fühle mich wie in einer Zombie-Apokalypse, Mann. Also, falls jemand von euch dieses Video hier sieht, falls ich das hier überlebe. Oh Mann, ey, das glaubt mir doch wieder kein Schwein, ey. Und ich fühle mich wieder dabei, ey. Ja, wir haben 21:30 oder sowas und ich liege in meinem Bett, weil ich nichts zu tun habe, ey. ja, ich würde sagen, man sieht sich dann hoffentlich bald, hoffentlich sehr bald, wenn ich wieder Strom habe. Cheerio! Aber das muss ich euch ja nicht erzählen, weil das die meisten von euch wussten. Zumindest die von euch, die mir auf Facebook und Twitter folgen. Und wenn ihr mir nicht auf Facebook und Twitter folgt, dann... An alle von euch also, die gerade ausgezogen sind oder noch vorhaben auszuziehen, denkt immer als erstes an eure Stromrechnung, ganz wichtig. So, und bevor ich dann irgendeinen Scheiß aufnehme, wollte ich euch einfach auf diesem Wege sagen, dass ich euch nicht vergessen habe. Nächste Woche gibt es ein ganz normales Video wie immer und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Ich mache gerade die ganzen Vorbereitungen für mein Halloween-Video, das an dem Montag vor Halloween dann rauskommen wird. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf, weil es wird ziemlich witzig. Oder auch nicht. Also ihr... Ja, folgt mir auf Twitter und Facebook. Habe ich euch schon gesagt. Hier seht ihr meine letzten Videos. Die könnt ihr euch nochmal reinziehen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann nächsten Bobo-Montag. Tschüssle mit Küssle. Perfekt. Ich bin jetzt mal übrigens ganz in der Kamera zu sehen, weil mir die ganze Zeit irgendwelche Leute von euch schreiben, Robby, man sieht nur deinen halben Kopf, das macht mich verrückt. Das ist meine Kameraeinstellung, komm mal damit klar, Junge.